Jetzt empfangen wir einen Hausmann, Jürgen Beckers. Zusammen. Namen zusammen. Geht euch gut? Ja. Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr richtig. Du merkst das immer an Kleinigkeiten. Ich hab das gemerkt, die hat am Handy den Klingelton geändert. Wenn ich sie früher anrief, hatte die von Helene Fischer Atemlos. Jetzt hat sie von Andrea Berge, schießt sie auf den Mond. Das hat sich ja sowieso geändert beim Telefonieren. Hör mir auf mit 11833, die Helferlein, da kann ich ja nur lachen. Wenn du da anrufst, da sitzt immer eine Frau irgendwo im Osten, die sich hier ja nicht kennen kann. Dann sagst du, ich hätte ja eine Nummer in Köln. Köln mit K? Ja, mit L hieß ja Lölln. Wen suchen Sie in Lölln? Schmitz. Ist das ein Wort? Hören Sie mal, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein Doppelname. Er hieß früher Itz. Ja, das ist zum Denken, ne? Und sie ist eine geborene Schm mit Sch. Ja, wie Scheibe. Aber hören Sie mal, ich bin gleich draußen im Yachten. Rufen Sie mich zurück. Yachten mit J? Ja, das ändert sich alles. Man merkt das auch beim Autofahren. Das größte Ärgernis sind die Spritpreise. Man schimpft immer, ein Bekannter sagt, jetzt rieche ich doch nicht auf, es gibt da Alternativen. Ja, sag ich, was denn? Er sagt, Elektroauto. So, das fehlt mir noch, ich fahre schon mit dem Rasenmäher immer über die Schnur. Und so billig ist der Strom ja auch nicht. Wobei meine Frau und ich, wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Wir haben in jeder Steckdose ein Loch zugemacht. Und das merkst du gut. Du musst in der Ehe kämpfen, du musst für Abwechslung sorgen. Meine Frau sagt, lass uns doch mal eine Städtetour machen über die Feiertage. Da lernst du eine andere Kultur kennen, du erweiterst den Horizont. Sag, können wir machen, waren wir 2 Wochen in Leverkusen. Leverkusen ist schön, ne? Aber meine Frau hat immer davon geträumt, einmal mit dem Traum zu fahren.